Ja, hier nochmal über die SG Rauran-Pazewski. Die Bilder, die ihr seht hier von den ersten Konkursfliegern, die habe ich alle bei den Schlachtberichten für die RV Wattenscheid geknipst. Und es gab ja reichlich zu tun bei denen. Laufend waren ersten Konkurs oder auch die ersten drei oder die ersten zwei. Dann ein Weibchen machte ein Jahr sechs erste Konkurse, also in der Verdopplung, drei bei der Jährigen und drei bei der Alten. Und abgegebene Tauben hier bei Maria Dietrich, da gibt es ja auch einen Film drüber, auch aus der Sorte direkt im ersten Konkurs im Herbst. Also die Tauben fliegen auch anderswo. Ja, und Markenzeichen, wie gesagt, schnelle Tauben, alles geholt im Wattenscheid, was zu holen gibt. Medaillen für den ganzen Zimmer, wie sie mir gezeigt haben. Alles da, ja. Und die haben schon klasse Material. Ja, würde ich sagen, alle Mann nach Gelsenkirchen und sich verstärken. Ja, dann gab es ja noch ein Highlight hier. Für Aufsehen sorgte dann um 11:45 Uhr die 11481 der SG Rauran-Pazewski aus Gelsenkirchen auf rund 740 Kilometer. Sieg in der Große Fond, folglich in Zone 4. Eine klasse Leistung der van der Mabele-Hofgens-Kreuzung. So steht es in der Brieftaubenzeitung Nummer 31 von 2015 nachzulesen. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich zusammen. Herausragendes Ergebnis.